und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, geht es euch gut und wenn nicht, hoffe ich, dass euch mit meinem Video ein bisschen besser geht. Und zwar, heute ist ein ganz anderes Video, mein erstes Video von dieser Reihe. Und zwar dachte ich mir, ich zeige euch die Neuheiten, was ich jetzt im Jänner und Februar alles noch so gesehen habe und was vielleicht ganz interessant für euch sein könnte. Und zwar, das erste, was ich gefunden habe, und das war glaube ich noch im Jänner, ja am 21. Jänner habe ich das gescreenshottet, das war vom Be Perfect, da habe ich mir ja schon mal die Manifest-Palette habe ich mir bestellt und die Anti-Dot-Palette habe ich mir bestellt und da weiß ich eben, dass die Pigmentation sehr, sehr gut ist. Und da hatten sie die Sensorium Chapter One Palette. Und das ist eine sehr schöne, farbenfrohe Palette. Und statt 44,95 nur mehr 17 Euro. Also ist sehr günstig eigentlich. Dann haben sie noch eine schöne 9er Palette gehabt von Cash Beauty. Die Crystal Nights Eyeshadow Palette. Statt um 29,95 nur 14,95. Also bei Be Perfect gibt es immer wieder Sale und gute Prozente. Da muss man nur ein bisschen abwarten. Und diese Palette besteht aus so Brauntöne, Goldtöne, aber auch ein blauer und lila Glitzershade ist da dabei. Was ich noch gesehen habe, der Jeffree Star hat eine Plush-Palette. Das ist mir auch aufgefallen. Und bei Be Perfect geht es noch weiter. Da haben wir von Color Cosmetics ein Shadow Potion Slumber Party. Kostet 24,95 und das ist ein total schöner Multichrome. Ton, würde ich sagen, in so lila mit blau schimmerig und kommt in einen kleinen Pöttchen. Also das hat mir auch sehr gefallen. Was sie noch haben, ist die Made by Mitchell Head in the Clouds Palette. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Das sind auch viel, ist eine relativ bunte Palette auf alle Fälle. Und dann haben sie auch noch von P. Louise eine Mini Crown Palette Superior. Das ist eine total süße kleine, also das sind 12 Töne. 8 Töne, Entschuldigung. 8 Shades und alles in so Grün- und Blautöne. Und in Form einer kleinen Krone. Das habe ich total süß gefunden. Außerdem haben sie noch eine Mini Worldie Eyeshadow Palette in Grüntöne. Und dann haben sie auch noch eine Made by Mitchell, Mini Mitchell Volume 1 Palette. Das ist eine 9er Palette mit so Frühlingsfarben, würde ich sagen. In so Blau und Grün und Aprikosen, Pink, Lila. Also das ist wirklich sehr schön. Die Umrandung ist in Grün gehalten und kostet 33,50 Euro. Ja, und es sind auch ein paar gepresste Pigmente drinnen, wo das M reingepresst ist. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und die Mini Worldie Palette gibt es außerdem noch in Grün- und Blautönen. Und so ein bisschen ein Lila ist auch noch drin. Ist auch sehr, sehr schön. Außerdem habe ich auch die Jeffree Star Cosmetics Vire Doe Palette gesehen. Die kostet 30 Euro, ist so eine Mini Palette aus 9 Farben. Und zwar hat man da, finde ich, von allem ein bisschen was, also so ein ganz hellen Shade ist drinnen, ein grauer Shade, dunkle Shades sind drinnen, aber auch rot und rosa Shades sind drinnen. Dann von der Be Perfect mal Stacy Barry Carnival Palette, also nicht Palette, sondern da gibt es noch einen Liquid Eyeshadow dazu. Den habe ich mir auch schon überlegt mir zu nehmen und den gibt es in 6 verschiedenen Nuancen. Außerdem hatten sie auch noch die Mini-Palette von Jeffree Star, die Mini-Breaker-Palette. Das ist auch eine sehr bunte Palette und da sind so Ockertöne drinnen, aber auch Orange, Pink, Lila-Töne. Und dann haben sie auch noch von Color Cosmetics Holographic Loose Eyeshadow Night Terror. Das ist so ein schönes lila, orange Multichrome. Und Multichrome finde ich voll super. Außerdem gibt es noch von Jeffree Star Cosmetics die Bricked Collection. Das ist ein Lipstick, den gibt es in 4 verschiedenen Farben.
Und der schaut, finde ich, auch sehr, sehr schön aus. Dann haben sie noch gehabt Doll Beauty Lipsticks, double booked. Das Packaging ist rosa und ist ein kleines Herz drauf und gibt es in vier verschiedenen Farben. Und dazu passend gibt es auch die Blushes. Und in diesem Herzblush, innen ist ein Herz, ist auch was reingestempelt. Das ist quasi die Initialien plus Palmen. Und die gibt es auch in vier verschiedenen Farben. Dann haben sie noch von Jeffree Star Cosmetics einen Eyeliner, der was so gelb-grün ist, aber den haben sie auch in noch verschiedenen Farben und der kostet 22 Euro. So, jetzt muss ich noch kurz schauen. Was weitergeht. Genau, dann gibt es auch noch von Huda Beauty die kleine Waldpalette. Die hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Das ist eine 9er Palette mit so Orange, Beeren, Goldtöne, aber auch ein lila Ton ist dabei. Und das war von Cult Beauty und das war vergünstigt auf 24,41 statt auf 30,51. Die Farben sind sehr gut pigmentiert, also das sieht man auch sehr schön auf der Homepage. Und dann gibt es auch noch die Python Wild Obsession Waldpalette. Das ist fast die gleiche, nur das ist jetzt in braun sage ich, in blau, grün, gelb und orange-braun Töne. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann habe ich bei BH Cosmetics gesehen, die Palette Visions von Doja Cat. 10 Farben. Und das ist alles in Blau- und Grüntönen, kostet 20,17 Euro. Und Doja Cat hat überhaupt eine ganze Kollektion rausgebracht. Da haben sie eine Face-Palette rausgebracht, die heißt Flora, mit 3 Farben. Die kostet 18,16 Euro. Und außerdem ein Loose Puder, auch mit 3 Shades, kostet 16,14 Euro. Also damals zumindest. Dann haben sie auch noch einen Cleansing Palm rausgebracht, der heißt Pure Melt, der kostet 18,16 Euro. Ein Bodyöl haben sie rausgebracht in einer süßen Verpackung mit einem pinkfarbenen Deckel und sonst ist es sehr durchsichtig, das Packaging, und kostet 26,22 Euro. Und dann noch in einem kleinen Tiegelchen eine Body Brightening Glow Cream für 29,24 Euro. Dann haben sie noch ein Under-Eye-Gel-Pads, 60 Stück, ist auch wieder ein kleines Böttchen in lila Farben, um 27,23 Euro, und eine Star Milk Light Reflection Moisturizer, eine Feuchtigkeitscreme, und die kostet 25,21 Euro. Das sind aber auch schon rabattierte Preise, die hatten sie damals in Ausverkauf. Außerdem ist neu herausgekommen die Lunar New Year 2022 Edition mit 21 Farben, sehr knallige Farben, kostet 23,20 Euro. Die habe ich mir auch schon bestellt und bin aber ehrlich gesagt mit der Pigmentierung nicht sehr zufrieden. Die hat bei mir nicht gut abgeschnitten. Außerdem von BH Cosmetics gibt es noch die Evie Cruz Shadow Palette mit 14 Farben. Das ist eher in die Nude-Farben, in die Nude-Richtung mit Gelbtönen, Brauntönen und kostet 22,69 Euro. Außerdem haben sie auch ein Brush-Set rausgebracht mit 12 Stücke. Face and Eye Brush Set with Bag. Also so eine Tasche ist dann auch noch dabei. Und außerdem haben sie noch einen Liquid Lipstick und einen Lip Gloss rausgebracht mit jeweils 2 Farben und kostet 8,06 Euro. Und Lashes. False Lashes um 10,08 Euro. Doja Cat hat außerdem noch andere False Lashes
herausgebracht in so einer pinken Verpackung. 10,08 kosten die. Außerdem Cascade, das ist der Liquid Eyeshadow in einem schönen Hellblau. Finde ich eigentlich ganz schön. Gibt es aber in insgesamt 6 verschiedenen Farben. In so einem ganzen Hellblauen, in so einem Metallic Blau, in zwei Brauntöne, ein Grünton und ein Lilaton. Kostet 14,11 €. Cloud Coat ist ein Liquid Lip Powder und da gibt es insgesamt 6 verschiedene Töne und kostet 12,10 €. Ein Contour Quad gibt es noch, das heißt Illusion. 10 Gramm ist da drinnen und kostet 20,17 €. Dann gibt es auch noch eine Kosmetiktasche, die heißt Voyager, um 22,19 €. Und es gibt auch ein neues Pinselset in einem Blau-Schwarzton, das heißt Constellation, ist ein Face and Eye Brush Set um 29,24 €. Außerdem die Mystic Zodiac Moon Palette, die hat 25 Farben, ist eher nudig, würde ich sagen. Es ist zwar noch ein Grünton und ein Blautöne auch dabei, aber ich finde es eher dezent gehalten und deswegen ist sie auch nichts für mich, denn ich liebe Farben. Und sie kostet 25,21 €. Außerdem gibt es noch die Mystic Zodiac Sun Palette. Die hat 25 Farben wieder und ist ein bisschen farbenfroh auf alle Fälle. Sehr frühlingshaft, hat Orange, Gelbtöne, Bärentöne, auch ein Pinkton ist dabei und kostet das gleiche. Dann haben sie auch noch die Aquarius Palette, 12 Farben. Um 12,10 €, also fast nur Blautöne, aber auch Rosé-Töne sind dabei. Dann hat es auch noch die Edition Türkis vor Dezember gegeben. Die hat es anscheinend schon im Dezember gegeben, aber war unter den Neuigkeiten dabei. Deswegen habe ich die auch reingenommen. 7 Farben, kostet 10,08 €, hat auch einen Glitzer-Shade dabei. Und sonst matte Farben. Und alles in Türkis und Gelb- und Orangetöne. Dann gibt es von Doja Cat auch noch einen Handspiegel, der kostet 19,16 €. Einen Lip Palm, der heißt Mirage, der kostet 9,07 €. Und auch noch, dieses Set finde ich auch ganz, ganz schön, aber da muss ich noch warten, bis das reduziert wird. Das Metamorphosis Set, das ist auch wieder ein Brush Set, mit einer Tasche dazu. Und die Pinsel sind in Gold, der Stiel ist in Gold und sind so Kugelformen drauf. Und die Pinselformen sind Farben vorne, sind in Pink. Und die Tasche ist auch in Gold und in Pink. Aber der Preis ist mir leider noch etwas zu teuer. Dann gibt es noch eine schöne Shadow-Palette und zwar 36 Farben, ist extrem viel, aber ich denke, da sind die Fähnchen ein bisschen kleiner. Ist eine sehr bunte Palette, gefällt mir eigentlich auch ganz gut und die kostet aber noch immer, also noch, die kostet 38,32 €. Das ist, wie gesagt, ist mir ein bisschen zu teuer, ich warte auf den Abverkauf. Dann gibt es noch einen neuen Eyeliner, also Doja Cat hat extrem viele neue Sachen rausgebracht. Das ist ein Kelly Graffy Eyeliner um 12,10 €. Und dann eine Volumizing and Lengthening Mascara, die heißt Blooming. Die hat so ein kleines, rundes Bürstchen, ganz interessant und kostet 18,16 €. Außerdem gibt es noch die Venom Palette. Das ist eine 9er Eyeshadow Palette und die hat eher so Grau- und Lila-Töne, aber auch Glitzertöne drinnen und kostet 16,14 €. Das nächste Set ist wieder ein Face and Eye Brush Set von Poison Shock um 26,22 € und das habe ich sogar schon zu Hause. Ich dachte, es ist besser, es ist so mittelmäßig, also ich habe bessere Pinselsets, sagen wir es mal so, aber vom Aussehen schaut es sehr, sehr gut aus. Dann gab es auch noch Poison Shock Lashes um 5,04 €, finde ich eigentlich sehr günstig, aber ein bisschen extrem sind die Lashes schon, also nichts mit Natürlichkeit auf keinen Fall. Dann gibt es noch die Poison Shock Liquid Eyeshadow,
Kosten 9,58 und gibt es in 6 verschiedenen Farben. Mir hätte diese Orangeton sehr, sehr gut gefallen. Und außerdem von diesen 9er Shadow Paletten gibt es 4 verschiedene, nein, 5 verschiedene. Und zwar, die erste ist eher so eine rote Palette, die heißt Ghost Pepper. Die zweite ist eine blaue, die heißt Sub-Zero. Die dritte ist das Scorpion Sting, das sind eher so Brauntöne und Orangetöne. Und die Absinthe, das ist die grüne Palette, die gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch eine Nightshade, das ist die lilane Palette. Und kosten alle 16,14 Euro. Dann gibt es noch flüssigen Lidschatten, den habe ich euch aber eh schon gezeigt. Und dann gibt es noch von Martin Cosmetic Join Abbas Lidschattenpalette. Das ist eine 12er Lidschattenpalette und kostet 39,95 Euro. Das ist eher so eine rosa-rot-lila Palette. Ist aber, finde ich, auch ganz, ganz schön. Dann gibt es noch ein Lippenkit, ein Rouge-Lippenkit und ein Nude-Lippenkit um jeweils 45,95. Dann haben wir noch eine orgasmische Wimperntusche. Auch sehr lustig. Und das Packaging finde ich auch sehr süß. Das ist eine rosane Verpackung und mit lauter Äpfeln und Birnen, Bananen und so weiter. Das passt ganz gut dazu. Was noch neu ist von Revolution, die Make-up Revolution Edition mit der Lenkalul Sublime Paradise Shadow Palette. Und zwar, da gibt es eine Palette, die ist eher in so Nude-Töne und eine, die ist eher in Pastelltöne. Habe ich beide schon in einem Set von Revolution gekauft und ich muss sagen, die Pastellpalette gefällt mir sehr, sehr gut. 8,95 Euro kostet die jeweils. Dann gibt es auch noch das Lipgloss Set, das kostet 13,95 Euro und ich muss sagen, ja, was soll ich dazu sagen? Die Lipglosse gefallen mir nicht so gut, also da gibt es bessere auf alle Fälle. Aber es gibt auch noch für, halbe Wimpern, die kosten 8,95 Euro. Die habe ich gestern ausprobiert und die finde ich wirklich sehr schön und sehr natürlich. Und das Packaging gefällt mir generell so gut. Denn ich habe es mir in so einer kompletten Box gekauft von Revolution und finde ich wirklich schön. Was sie noch rausgebracht haben, ist eine Revolution Pro X Influencer Overnight Masterclass Lidschattenbuch. Und da haben sie 3 Stück rausgebracht. Kostet 22 Euro. War jetzt für mich nicht ansprechend. Ist aber eine Riesenpalette. Also, was sie dann noch rausgebracht haben, ist die Overnight Artistry Liner Dose. Das sind so quasi wie Kajalstifte in einer Box, aber wirklich sehr schön. Aber kosten eben 24,50 Euro. Finde ich schon sehr, sehr überteuert. Dann gab es noch die Edition mit Jake Jamie Chakemochi Salicylsäure Unreinheiten Aufkleber. 32 Stück mit so süße Motive drauf, das finde ich eigentlich ganz süß, um 6 Euro. Und dann kam auch noch raus, weil bei Revolution kommen immer sehr viele Editions raus, die I Heart Revolution Affirmation Book Palette Be Yourself, ist einmal die rosa, die Pink Palette, kosten 9,99 Euro. Dann ist die zweite die Self Love Club. Die ist mit so Flieder, Gelb, Grün, Rot, Blau, also so richtig frühlingshafte Töne. Und die dritte ist die Affirmation, I Am Enough Palette. Die ist auch mit so Nude-Töne und ja, eher Nude-Töne, ja. Wie gesagt, kostet. Und dann haben wir noch die I Am Limitless, das sind eher so Blautöne, Lila-Töne, ein bisschen dunklere Töne. Und außerdem hat Revolution auch ein Banana Brightening Baking Powder in verschiedenen Farben rausgebracht und ein Retinol Rescue Primer. Also das Puder kostet 5,99 Euro und der Primer 9,99 Euro.
Außerdem einen Coconut Restore Fixing Spray um 9,99 €, was für mich leider überhaupt nicht in Frage kommt, denn Kokosnuss zu riechen, nein, geht gar nicht bei mir. Außerdem haben sie einen Under Eye Primer auch um 9,99 € rausgebracht. Und diese ganze Revolution Verpackung mit der Lenkalul, diese Edition, gab es, das war so ein begrenztes Angebot, um 35 € auf der Revolution Seite. Außerdem hat Colourpop eine schöne Valentinstagskollektion rausgebracht. Ja, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Da gab es so Mini-Paletten und einen Herzspiegel und auch so Rouge und alles in dieser Herzform. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und zwar sind das drei Lidschattenpaletten, drei unterschiedliche. Puderdosen sahen aus wie so Polly Pocket Dosen, drei unterschiedliche. Dann gab es noch so ein Schimmer Bodyöl und einen Highlighter gab es dann auch noch. Und dann so einen Herzstempel. Der Spiegel, den habe ich euch eh auch schon gezeigt. So, und als nächstes haben wir dann noch genau, übrigens gibt es bei Purish auch die Made by Mitchell Palette in einer Doppelpackung um 89,90 € statt um 99,80 €. Da gibt es auch verschiedene Codes, müsst ihr nur schauen auf YouTube. Und da kriegt es dann meistens, die haben die Influencer um 15% günstiger. Was noch neu rausgekommen ist vom Jeffree Star, die Pink Religion Hydrating Glitz Lip Palm. Das ist so ein Lippenbalsam in Pink mit dem Jeffree Star Logo einfach drauf. Was noch neu kam, ist der Wild Greens Collection und das ist von Urban Decay. Ist eine ganz andere Edition dieses Mal, schaut ganz, ganz anders aus. Ist für mich jetzt aber nicht interessant. Dann gibt es was Neues von Kaya Beauty. Das ist so ein, ich denke, das ist ein Lipgloss in Herzform, also auch zu Valentinstag. Dann gibt es auch noch von ist das von Catrice? Ach Gott, jetzt kann ich das gar nicht lesen. Na, Maybelline, Entschuldigung. Von Maybelline gibt es eine The Green Edition. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Da gibt es Foundation, Wimperndusche, aber auch Lippenstifte. Und das sind 70% natürliche Zutaten, vegan und hat einfach gute Zutaten drinnen. Und deswegen, ja, ganz, ganz neu. Was auch neu gekommen ist, was ich neu gesehen habe, das war im Januar von Sisi, das ist eine koranische Marke, wo es ganz, ganz schöne, tolle Sachen, Make-up-Sachen gibt, mit total wundervollen Motiven. Und da gab es eine Neujahrsgeschenkbox, gab es eine A-Box, eine B-Box und eine C-Box, wenn ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Geschenkset A und Geschenkset B. Ich habe mir eingebildet, es war auch noch ein C dabei. Auf alle Fälle waren in diesen Geschenksboxen genau, C gab es auch. Um 72,95 € gab es. Da hattest du fünf Teile, die was du gesehen hast und zwei Teile noch zusätzlich. Also insgesamt 7 Teile. Beim Geschenkset B gab es 3 Teile, die was schon vorgegeben waren und wieder 2 Mystery-Produkte quasi. Und beim Geschenkset A, also Entschuldigung, die hat 54,95 € gekostet und beim Geschenkset A waren 2 Teile und 2 Teile waren Mystery. Und die hat 36,95 € gekostet. Ich habe mir alle 3 gekauft und habe dann noch einen Code gehabt und habe dann dementsprechend ein bisschen weniger bezahlt.
Und für mich hat es sich schon ausgezahlt. Also ich finde diese Sachen so, so schön und die meisten Sachen stelle ich mir wirklich nur hin und schaue es mir einfach nur an, weil es so, so schön sind. Aber ich werde demnächst auch ein Full Face oder fast Full Face machen, denn ich habe schon Foundation zusammen, Wimperndusche zusammen und da kann man schon ein bisschen was zeigen, wie die Produkte auch so sind, weil ausgetestet habe ich sie noch gar nicht. Ich finde sie einfach nur wahnsinnig schön zum Anschauen. Dann habe ich noch gefunden, von der Natasha Denona, das Weihnachtsset, gab es bei Cult Beauty um 24,86. Und außerdem habe ich auch noch gesehen, dass die Huda Beauty Mercury Retrograd Palette war vergünstigt, statt um 66,95 um 53,56. Dann gab es noch die Natasha Denona Mini Star Palette. Und dann habe ich auch noch gesehen, die ist aber nicht neu, aber hat mir wirklich so schön, so gut gefallen. Das ist die Triochrom Lidschattenpalette, aber die kostet einfach 125 Euro. Nein, niemals. Das ist mir nicht wert. Außerdem gibt es noch die Mini Tropic Palette, die kostet auch nur 4, also nur 24,86. Und ich habe auch noch gesehen, ich glaube, das war bei Sephora, da war ein Sonderangebot von der Nabla Cutie Palette, da hat die nur 14,95 gekostet und ich glaube normalerweise 30 Euro. So, als nächstes habe ich noch gesehen, ist nichts Neues, aber für mich war sie neu, die Magnetic Breast Powder Palette After Dark. Und das ist von Lethal Cosmetics. Habe ich schon gehört, dass die Qualität sehr, sehr gut sein soll. Da gibt es außerdem noch die Roots Palette. Das ist eine 6er Palette, kostet 26,95 und eine 9er Palette 39,95. Also schon sehr, sehr teuer. Also außerdem hat Root auch was Neues rausgebracht, so wie wie so ein Buch. Eine komplett bunte Palette und Kylie Cosmetics hat eine wunderschöne Serie zum Valentinstag rausgebracht. Leider ist es bei uns nicht erhältlich. Das sind lauter so tolle, schöne Sachen, aber wie gesagt, leider nicht. Vor allem die Lidschattenpalette, die hätte es mir schon sehr angetan und auch diese Lippenstifte in Herzform oder auch diese Highlighter, wo innen ein Herz ist, finde ich sehr, sehr schön. So, was gab es dann noch? Und zwar gab es noch bei Sephora, gab es noch so ein kleines Set mit so Rituals-Produkten. Ja. So, Geschenkset für Körper und Bad war das. Dann hat Root Cosmetics noch diese Spellbooks rausgebracht. Das sind so 9er Lidschatten. Ja. Und in drei verschiedenen, ich glaube, drei verschiedenen Farben war es. In so Blautöne, in Lilatöne und in Grüntöne. Dann gab es, ja, Colourpop habe ich schon gesagt. Von Natasha Denona gab es noch ein Valentins-Make-up-Set. Und zwar ein Mini-Eyeshadow-Palette und Brush. Also, das war so ein Set. Das gab es für 25 Euro. Und dann habe ich noch gesehen, ich glaube, das war bei Douglas, von Morphe gab es von Mickey and Friends Truth Be Bold Mega Matte Lipstick von Disney Lipsticks in an Rotton, Pinkton und einen Braunton. Außerdem gibt es noch eine Palette von der gleichen Edition und die kostet 32,95. Ist eine sehr schöne, große und bunte Palette. Und das Packaging außen schaut auch sehr süß aus mit dem Donald Duck, mit der Mickey und mit der Minnie Maus und mit der Daisy. Ah ja, eine rote Palette, also es gab von den Spellbüchern eine lilane Palette, eine rote Palette und eine blaue Palette. Dann gab es noch was Neues von Too Faced und zwar hat die eine neue Palette und eine neue Wimperntusche rausgebracht. Und zwar die Too Femme Ethereal Lidschattenpalette und die Better Than Sex Too Femme Mascara.
Finde ich auch sehr, sehr schön. Also diese Palette wäre eventuell auch was für mich. Mal schauen. Dann hat Root Cosmetics Mothership, eine Mothership-Palette rausgebracht. Und die schaut auch sehr, sehr interessant aus. Das Packaging ist wahnsinnig toll. Und der Ton ganz hinten rechts oben schaut sehr, sehr interessant aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist von Pat McGrath. Genau. Dann habe ich noch bei Be Perfect gefunden von Pink Honey, der Blush Bible. Also so eine Blush-Bibel um 20 Euro. Fand ich irgendwie das Packaging auch total schön. Und dann gab es noch eine neue Palette von Beauty Bay. Da sind 20 Töne drinnen und The Love Notes Palette heißt die. Ich wollte die letztes Mal schauen, aber die war da schon wieder ausverkauft. Mal schauen, ob die nochmal neu kommt. Von Nabla gibt es auch einige neue Sachen, beziehungsweise finde ich, ist gar nicht alles neu, denn den Skin Release gibt es ja auch schon und diese, keine Ahnung, vielleicht war das nur so ein Produktfoto.